1994. Es gab natürlich eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte war, dass es den Ost-West-Konflikt gab, Blöcke gab und die Akteure, wir auf der deutschen Seite, in der Friedensbewegung aktiv waren und wirklich die Begegnung, den Austausch von unten immer schon wollten in der Überwindung von Blockdenken. Hinzu kam eben dieser Gedanke, wirklich an der Geschichte zu arbeiten, an dem, was trennt, Vernichtungswelt so. Und dafür eine gemeinsame Plattform zu haben, eine Akademie, ein Gebäude zu haben, dies zu errichten und eigentlich 1989 zu sehen, eine Phase der Konfrontation zwischen Ost und West beendet sich, bekommt ein Ende. Aber danach muss ja etwas Positives Neues kommen, nämlich die Phase der Kooperation, der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Und in dieser Situation gab es dann eben auch ganz konkret die Kooperation mit Partnern in Minsk, Sputnik Minsk, dann mit der Stadt Minsk, der Belausbank, um ein solches Gebäude zu errichten. Wir sind 91 mit 400 Vertretern von Initiativen, 50. Jahrestag Überfall auf die Sowjetunion, in einem Sonderzug nach Minsk gereist, um des Datums zu gedenken, aber auch um den Grundstein zu legen. Und von 91 bis 94 konnte dann gebaut werden. Ich kann ja nur sagen, dass auch 94, als das Haus angefangen hat mit der Arbeit, die Vorarbeit, die schon geleistet war, begonnen mit der Geschichte. Und ich denke mal, die Ausweiterung der Arbeit war ja nur auf der Basis von dem, was bis dahin geschaffen worden ist. Die geschichtliche Arbeit war die Versöhnung, Verständigung, Versöhnung, die dann später halt mit Bildungsarbeit weitergemacht hat und vielleicht die soziale Arbeit und interkonfessionelle Arbeit. Das waren alles Fragen, die mit dem Ursprung halt auch zu tun haben. Ich finde, heute ist es die Plattform, Dialogplattform, das ist der Ort des Treffens, wie sie auch vor 20 Jahren war. Ich finde, so aktuell wie heute war es wahrscheinlich selten. Man hat es immer als Dialogplattform genutzt, aber heute hat man es nochmal gesehen, die 20 Jahre, die die IWW gearbeitet hat, hat zu dem geführt, dass heute Belarus halt nicht nur ein Ort ist, wo sich die Initiativen nach wie vor treffen, wo wir im Jahr bis 1000 Veranstaltungen durchführen, sondern auch die Leute in der Politik, Wirtschaft und sonst sich viel öfter treffen und dass Belarus oder unser Unternehmen so als Beispiel dazu ist, dass die Zusammenarbeit auch zu mehr führen kann. Dass wie noch nie zuvor die enge Zusammenarbeit mit Westen und Osten gerade in Belarus stattfindet. Pointiert kann man eigentlich sagen, dass in diesem Fall die Politik von der Zivilgesellschaft gelernt hat. Nämlich, dass wenn man wirklich offen miteinander umgeht, wenn man wirklich die partnerschaftlichen Dialog und Kooperation will, dass das dann auch möglich ist. Und dass man nicht in Sanktionen, in Vorurteilen voreinander stecken bleiben muss, sondern dass man wirklich aufeinander zugehen kann, um dann zu Veränderungen zu kommen, zum Wohle der Menschen. Das ist unser Anliegen, das ist aber auch ein Auftrag, den die Politik in gleicher Art und Weise hat. Also sicherlich, gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Russland-Konfliktes, muss man ja sagen, dass nicht bearbeitete und aufgearbeitete Geschichte Stoff für neue Konflikte ist, wie wir sie dort jetzt erleben. Wenn die jetzige Regierung und die Menschen in der Ukraine von russischer, belarussischer Seite als Faschisten gesehen werden oder als Banderisten, auf Bandera Bezug nehmend, angesehen werden, dann ist dies nicht bearbeitete Geschichte. Und das ist sogar bis dahin, dass dies heute wieder ideologischer Hintergrund für einen Krieg ist. An diesen Fragen weiter zu arbeiten, auch an der Errichtung der Gedenkstätte Trostin jetzt, wird ein Schwerpunkt bleiben. Natürlich werden wir in Zukunft auch an den
ökologischen Fragen, in Fragen der Nachhaltigkeit, der Energieversorgung, der Energiewende genauso arbeiten müssen. Klimafragen können nicht nur allein in Deutschland oder in Europa gelöst werden. Gerade dies bedarf eben der Kooperation weit darüber hinaus. Die IBB wird sehr viel stärker wie bisher nicht nur ein deutsch-belarussisches Projekt sein, sondern ein Projekt im Gesamteuropa und auch wirklich mit dem Anspruch, zu diesem Europa gehört dann auch nicht nur Belarus und die Ukraine, auch Russland. Brücken in diese Nachbarländer noch sehr viel stärker wie bisher zu bauen, sehe ich als eine wichtige Zukunftsaufgabe an. Und ich möchte noch zudem sagen, dass unser Haus jetzt 20 Jahre ist und dass wir es versuchen, also mit den Mitarbeitern des Hauses halt neu zu machen, vielleicht einiges sanieren und renovieren, sodass jeder Besucher die nächsten 20 Jahre sehr gerne zu uns kommt, jeder willkommen ist und auch seinen Beitrag zu dem gemeinsamen Haus Europa leisten.